uns heute beim VDE, um über das Thema Ethik in der Technik zu sprechen. Eingeladen haben wir Herrn Dr. Sebastian Hallensleben, der für dieses Thema verantwortlich ist und für uns vorstellen wird, was wir diesbezüglich vorhaben. Das heißt, im ersten Ansatz geht es uns darum, das Thema einzugrenzen und die Akteure vorzustellen. Herr Dr. Hallensleben, was ist Ihr Ansatz für das Thema Ethik in der Technik? Ja, ich bin im VDE verantwortlich für die Digitalisierung. Und Digitalisierung heißt nicht nur Technik, sondern Digitalisierung heißt digitale Transformation, gesellschaftliche Transformation und insbesondere auch das Thema Ethik. Und insofern ist es für den VDE und auch für unsere Akteure, die bei uns mitarbeiten, eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns damit auseinandersetzen. Digitalisierung ist eine Gestaltungsaufgabe. Es ist nicht etwas, was über uns hineinbricht, mit dem wir überhaupt nicht, wo wir keine Möglichkeit haben, machen wir einen Schnitt. Digitalisierung ist eine Gestaltungsaufgabe. Es ist nicht etwas, was einfach über uns hineinbricht, ohne dass wir damit umgehen könnten. Und insofern begreift der VDE Digitalisierung auch als etwas, wo wir nicht nur Zustände analysieren, wo wir nicht nur technologische Entwicklungen vorantreiben, sondern wo wir auch in einem breiteren Rahmen schauen, wie möchten wir eigentlich als Gesellschaft mit der Digitalisierung umgehen, wie bringen wir Technik, wie bringen wir gesellschaftliche Aufgaben und Prioritäten zusammen und wie schaffen wir einen Konsens dazu. Aus dem Grund beschäftigen wir uns schon seit geraumer Zeit, schon seit dem vergangenen Jahr mit dem Thema Ethik in der Technik im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Wir betrachten das aus der Perspektive der Normung, wir betrachten es aus der Perspektive der Innovationsstrategie und der Agenda und wir betrachten es auch aus der Perspektive unseres neuen Praxisnetz Digitale Technologien, in dem wir Anbieter und Anwender zusammenführen und uns insbesondere auch mit Themen wie künstlicher Intelligenz, autonomen Systemen und ähnlichen besonders ethikkritischen Themen auseinandersetzen. Da greife ich direkt mal an, weil Sie haben sich ja bereit erklärt, am 24. Oktober hier in Frankfurt im Haus am Dom sich der Diskussion zu stellen. Und Kritiker, wenn es um das Thema Ethik geht, finden wir oft im Bereich der Philosophie. Und ich glaube, da können wir als Ingenieure auch durchaus sagen, die Philosophen können uns auch einiges beibringen. Das heißt also, wir haben ein Pendant zu Ihnen dort eingeladen, und zwar den Professor Mandri. Er ist ein katholischer Moraltheologe und ein Sozialtheologe und er lehrt an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Was erwarten Sie sich von diesem Diskurs? Ich erwarte mir davon, dass wir zunächst einmal einen Abgleich der Begrifflichkeiten vornehmen. Wenn wir als Ingenieure über Verantwortung sprechen, heißt das was anderes, als wenn ein Philosoph oder ein Moraltheologe den Begriff Verantwortung verwendet. Das gleiche gilt für Begriffe wie Ethik, für Begriffe wie das Selbstverständnis oder das Selbstbild des Menschen, für die Rollenverteilung zwischen Maschine und Mensch. Und es ist wichtig, dass wir dort eine gemeinsame Sprache finden, denn ohne eine gemeinsame Sprache kann auch eine Kommunikation nicht funktionieren. Wir sehen im Moment sehr viele Initiativen, um über das Thema Ethik in der Technik zu diskutieren. Die Debatte ist fragmentiert aus meiner Sicht im Moment. Und eine gemeinsame Sprache zu finden, ist ein erster Schritt dazu, diese Debatte zu konsolidieren und mittelfristig auch einen weitmöglichen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen. So ein Konsens ist extrem wichtig, denn wir haben einige Grundfragen, die wir beantworten müssen, die wir früher ignorieren konnten, als Menschen meinetwegen mit Unfallsituationen oder drohenden Unfallsituationen umgegangen sind und überhaupt nicht die Zeit hatten, darauf in irgendeiner Form abgewogen zu reagieren. Ein technisches System oder ein KI-System hat diese Zeit und deswegen sind wir nun aufgefordert, uns tatsächlich zu überlegen, wie reagiere ich denn, wenn ein Unfall droht? Überfahre ich den Fußgänger oder fahre ich an den Baum und töte mich als Fahrer oder Insasse selbst? Das ist ein Punkt, den würde ich gerne nochmal aus einer anderen Perspektive aufgreifen,
nämlich die Frage der Kommunikation. Wir haben uns als Ort das Haus am Dom gewählt. Das ist ein Kulturzentrum im Herzen von Frankfurt. Das heißt, wir begeben uns mit einer sehr gesellschaftlich ambitionierten Debatte an einen Ort, der zurzeit aus einem ganz anderen Blickwinkel Aufmerksamkeit bekommen hat. Also das war mit einer der Austragungsorte der Frankfurter Buchmesse. Das ist mit einer der Orte, wo die Altstadtdebatte geführt wurde und jetzt auch zu einem Ende gekommen ist. Jeder Frankfurter weiß, wovon ich rede. Das heißt die Goldene Waage und die Frage, wie viel Tradition braucht eine Stadt und was hat die moderne Herausforderung. Wie kann ein solcher Ort, der sich in direkter Nachbarschaft zum Museum zur modernen Kunst und dem Dom bewegt, sozusagen die Bandbreite der gesellschaftlichen Diskussion wiedergeben? Und da geht unser Dank erstmal an den Professor Valentin, an den Direktor des Hauses am Dom, der diese Debatte mit befeuert und auch mit dem Ort dazu beiträgt, das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen. Und natürlich geht unser Dank auch an den Moderator, denn die FAZ hat sich bereit erklärt, namentlich der Dr. Marco Detweiler, einer der Technikredakteure, ihr Know-how mit einfließen zu lassen. Und das bedeutet, dass wir aus dem Bereich des Wissenschaftsjournalismus, genauso wie aus dem Bereich des Feuilleton, uns sozusagen als VDE der Auseinandersetzung stellen. Ja, ich möchte zwei Punkte dort direkt aufgreifen. Zum einen, wir hatten vorhin darüber gesprochen, man muss eine gemeinsame Sprache finden. Die Sprachen zwischen Technik und Geisteswissenschaften sind unterschiedlich. Genauso müssen wir uns auch darauf verständigen, ganz physisch uns in das jeweils andere Territorium zu wagen. Und ich finde es wichtig und signifikant, dass wir für eine Auseinandersetzung und eine Podiumsdiskussion zum Thema Ethik in der Technik nicht in ein beliebiges, neutrales Veranstaltungszentrum gehen, sondern dass wir ganz bewusst in diesem Fall gewissermaßen im Zentrum der Ethik sind im Haus am Dom. Und ich denke, dass wir bei zukünftigen Veranstaltungen auch den umgekehrten Weg gehen werden, weil einfach auch mit dazugehört, das ganz physische Territorium der anderen Seite kennenzulernen und damit vertraut zu werden. Das ist wiederum eine Steilvorlage in einem ganz anderen Bereich, nämlich die Frage, wie werden wir eigentlich wahrgenommen als Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik? Viele haben uns auf dem Schirm mit dem Blickwinkel der Steckdosen, das heißt also der Netzspannungsregulierung oder der Frage, wie die Sicherheit gestaltet wird. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, aber es geht viel weiter. Und das ist gestern deutlich geworden. Es gab einen Beitrag auf Dreisat. Auch die Fernsehprogramme beschäftigen sich mit der Frage von Digitalisierung und was das mit den Menschen macht. Und da werde ich Ihnen jetzt mal etwas vorlesen von dem Professor Lesch, der ja durchaus jemand ist, der mit Kritik nicht spart, aber auch eben als Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist eine Meinung hat. Ein Problem der Digitalisierung ist, dass eine Vorauswahl getroffen wird, welche Informationen an die Person weitergegeben. Da die Person aber schon profiliert ist, gibt man ihr im Wesentlichen das, was sie sehen will. Die Grundforderung der Aufklärung, nämlich sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was uns begegnen kann, und sich mutig seines eigenen Verstandes zu bedienen, wird natürlich konterkariert, wenn ich praktisch die ganze Zeit nur die Bestätigung des bereits Gewussten erfahre und man mir gewissermaßen digital auf die Schulter klopft und suggeriert, dass ich völlig recht habe mit dem, was ich meine. Steile These, oder? Ich finde, Professor Lesch legt den Finger in eine Wunde und ich würde die Wunde sogar noch etwas breiter sehen. Was er beschreibt, ist ja im Grunde die Begrenztheit der menschlichen Aufmerksamkeit oder Aufnahmefähigkeit. Das heißt, egal wie viel Information in der Welt vorliegt, egal ob sich die verfügbaren Daten, die verfügbare Information jedes Jahr verdoppelt oder verdreifacht, da gibt es ja auch sehr, sehr, sehr steile Projektionen dazu. Das, was letztendlich gefiltert und kondensiert beim Menschen ankommt und für uns als Mensch verarbeitet werden kann, ändert sich nicht. Unsere Bandbreite bleibt gleich.
Und insofern haben wir tatsächlich die Herausforderung, wie filtern wir, wie kuratieren wir Informationen. Und was Professor Lesch beschreibt, ist im Grunde genommen die Anerkennung der Tatsache, dass wir es tun müssen, dass wir ohne die Filterung nicht überleben können. Und er kritisiert aber, wie wir es tun und ob es sinnvoll ist, diese Filterung, diese Kuratierung und Einschränkung der Information oder der Verdichtung der Information, ob es sinnvoll ist, die einem sozialen Netzwerk oder einem Internetkonzern zu überlassen. Und das ist eine extrem spannende Frage und auch eine Frage, mit der wir uns im VDE in Zukunft stärker auseinandersetzen werden. Denn letztendlich beruht ethisches Handeln darauf, dass ich eine gewisse Informationsbasis habe, sonst kann ich als Mensch nicht entscheiden. Und es ist aus meiner Sicht nicht offensichtlich und absolut diskussionswürdig, welche Informationsbasis wir uns selber zugänglich machen, welche Informationsbasis wir umgekehrt Maschinen oder künstliche Intelligenzsysteme zugänglich machen und was das dann eigentlich dafür heißt, wo die Verantwortung liegt. Herr Alsleben, Sie sind ein Mensch, der gerne nachfragt. Das habe ich schon festgestellt. Mhm. Deshalb haben Sie eine Umfrage in die Welt gesetzt. Hier ein kleiner Hinweis auf diese Umfrage unter www.vde.com/ethik finden Sie den Zugang und Sie fragen konkret nach, was ist Ihre Meinung? Und da habe ich eine sehr interessante These gefunden, die Sie zumindest mit einem Verweis auf einen anderen Philosophen, auf den David Precht nämlich, platziert haben, und zwar neben anderen Thesen. Denn das scheint eine Methode zu sein, wie Menschen sich äußern können, nämlich sich Thesen zuzuwenden und sie zu unterstützen. Also ich zitiere das mal. Big Data im Zusammenhang der digitalen Revolution ist ein größerer Anschlag auf unsere Freiheit, als es der Angriff auf das World Trade Center war oder die Ermordung des Journalisten von Charlie Hebdo. Ja, das hat David Precht etwas überspitzt, aber doch gut auf den Punkt gebracht. Und wir haben ja diese These in einer Umfrage angeboten und die Online-Community gebeten, zu kommentieren und zu gewichten, und es war tatsächlich schon nach dem Zwischenstand des Rücklaufs eine der Thesen, die die meiste Zustimmung gefunden hat. Ja. Was wir im Grunde damit sagen, schließt sich sehr, sehr direkt an unseren vorigen Punkt an, dass wir mit der Informationsflut als Menschen überfordert sind, und wenn es uns nicht gelingt, diese Informationsflut bzw. Big Data in irgendwelcher vernünftigen Bahnen zu bringen und zu strukturieren und zu filtern, dann klinken wir uns im Grunde aus der Gestaltungsmöglichkeit als Menschen aus. Und aus diesem Grunde stimme ich David Precht dort zu. Ob man das jetzt so überspitzt formulieren möchte, das ist wiederum eine Sache der Präferenz. Aber der Grundgedanke, dass Big Data eine extrem große Umwälzung ist, die ja auch eng mit künstlicher Intelligenz verschränkt ist, der wird uns noch einige Jahre begleiten. Einige Jahre begleiten, das ist ein gutes Stichwort, denn das, was wir jetzt hier tun, ist ja der Aufschlag für eine intensive Arbeit, die der VDE jetzt beginnt. Wir laden Sie herzlich ein, am 24. Oktober um 18 Uhr in das Haus am Dom in Frankfurt am Main zu kommen, an der Diskussion teilzunehmen, an der Umfrage teilzunehmen und sich mit in die Diskussion einzuklinken. Herr Dr. Alsleben, vielen Dank für das Interview, und wir behalten Sie auf dem Schirm. Dankeschön.